Niemand erteilt mir Befehle. Sprecht, Dummkopf. Ah, endlich. Endlich. Tja. Das, was ihr gerade gesehen habt, das war das kleine Geheimnis, das es hier noch gibt. Hier gibt es ja eigentlich nichts zu holen, aber das hier ist das Pandaren-Erholungsgebiet. Endlich. Das ist schon besser. Wollte ich hier einfach nur mal zeigen, das, was hier schon eingebaut wurde. So, die Fleischwägen lasse ich hier stehen, bis ich wieder zu den nächsten Gebäuden komme. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine Dauer-Ghoul-Produktion auf mit dem Ziel bei Arthas. Das ist schon besser. Ach, komm. Recht, Dummkopf. Ah, endlich. Jetzt, Frostmoon. Das ist schon besser. Ein Mana-Trank. Das ist schon besser. Den nehmen wir doch mal mit. Vorsicht. Endlich. Ah, nun sind endlich. Auch noch ein paar Kisten. Frostmoon hat Hunger. Eure Pein wird ohne Gleichen sein. Die allerdings leer sind. Endlich. Und da ist der nächste Paladin. Nicht euch gnädig sein. Euer Verrat hat Uther das Herz gebrochen. Er hätte ohne zu zögern sein Leben für euch gegeben. Und so dankt ihr ihm seine Treue. Ah, endlich. Frostmoon hat Hunger. Der Todesmantel ging leider ins Leere. Das ist schon besser. Vorsicht. Frostmoon hat Hunger. Handschuhe der Hast. Oh, ein sehr schönes Item. Erhöht das Angriffstempo von dem Helden, der es trägt, um 15%. Das ist schon besser. So, dann hole ich mal die Fleischwägen. Was ist das diesmal? Ich komme ihnen mit Arthas ein bisschen entgegen. Endlich. Weil sie ja wegen der unheiligen Aura dann ein bisschen schneller sind. Das ist schon besser. Endlich. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Für den Lichtkönig. Ah, endlich. Was ist es diesmal? Da ist ihre Einheitenquelle. Sollte man mehr Ghouls wieder produzieren. Dummkopf.
Niemand erteilt mir Befehle. Jetzt, Frostmourn! Eure Pein wird ohnegleichen sein. Sprecht, Dummkopf. Was ist es diesmal? Jetzt, Frostmourn. Die Kisten sind auch leer. Das ist schon besser. Dass die alle leer sind hier. Frostmourn hat Hunger. So. Niemand erteilt mir Befehle. Ich könnte jetzt theoretisch Ghouls sammeln, bis ich keine Lust mehr habe, aber... Endlich. Ja, es liegt einfach daran, wer der letzte Paladin ist, den wir hier töten müssen. Der gute alte Uther Lightbringer. Und der ist leider eine harte Nuss. Sprecht, Dummkopf. Ich werde noch so lange Ghouls sammeln, bis Arthas wieder volles Leben hat. Vorsicht. Geh hier mit unheiliger Aura einigermaßen schnell. Was ist es diesmal? Na gut, von den Lebenspunkten her reicht das schon. Euer Vater hat dieses Land 70 Jahre regiert und ihr habt es innerhalb von Tagen ruiniert. Wie dramatisch, Uther. Gebt mir die Urne und ich gewähre euch einen raschen Tod. In der Urne ist die Asche eures Vaters, Arthas. Wollt ihr sie ein letztes Mal schänden, ehe ihr sein Königreich dem Verfall überlasst? Ich wusste nicht, was darin ist. Ist ja auch einerlei. Ich nehme mir so oder so, was ich will. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Der alte Paladin-Reflex. Immer erstmal Gottesschild anwerfen. Aber dann hauen wir ihm erstmal die Verstärkung weg. Und jetzt muss ich ihn so schnell wie möglich wegkommen, bevor er ins nächste Gottesschild hat. Das ist schon besser. Ich hoffe, dass die Hölle ein spezielles Plätzchen für euch reserviert hat. Sprecht, Dummkopf. Das erfahren wir vielleicht nie, Uther. Ich habe vor, ewig zu leben. Jetzt, Frostmourn. Jetzt werdet ihr leiden. Ah, endlich. Endlich. Hm. Auch alles leer hier. Das ist schon besser. Da unten gibt's da noch was. Ah, endlich. Frostmourn hat Hunger. Was rücken die denn aus hier? Mir Befehle. Vorsicht. Ah. Endlich. Einfach mal umschauen, ob es hier noch was zu finden gibt. Das ist schon besser. Hier habe ich nämlich noch nie gesehen. Endlich. Endlich. Das ist schon besser. Endlich. Was ist es diesmal? Niemand erteilt mir Befehle. Endlich. Ich könnte jetzt theoretisch noch den Wald hier fällen, aber ich glaube, da ist nichts mehr. Was ist das diesmal? Vorsicht. So, ich muss jetzt einen Inventarplatz freiräumen, damit ich die Urne hier mitnehmen kann. Was ist das diesmal? Ausgezeichnete Arbeit. Nun kann eure Reise nach Kel'Thalas beginnen. Sagt ihm nichts. Nur ihr könnt mich hören. Man kann den Schrecken des Lords nicht trauen.
Sie sind die Wächter des Lichtkönigs. Ich sage euch alles, wenn ich wieder auf Erden wandle. Ja, sehr interessant. Der Kriegsrat. In der Zwischenzeit in der Zitadelle des Schreckenslord. Irgendwo im Sog der Unterwelt. Sieht ja gemütlich aus hier. Alles wie geplant, Tichondrius. Lord Archimon verlangt einen Bericht über die Geißel. Der junge Todesritter des Lichtkönigs macht seine Sache gut. Fast zu gut. Ich frage mich, ob Ner'zhul Hintergedanken für seine neuen Helden hegt. Auf lange Sicht bedeutet der Mensch nichts. Ner'zhul würde es nicht wagen, unsere Anstrengungen jetzt zu unterminieren. Wir müssen nur Sorge tragen, dass die Geißel anrichtet, wofür sie geschaffen wurde. Archimon lässt uns köpfen, wenn wir die Situation nicht meistern. Glaubt mir, Bruder, weder der Lichtkönig noch seine untoten Lakaien werden die Rückkehr der Legion gefährden. Sorgt dafür, dass es so ist. Lord Archimond macht kurzen Prozess mit Versagern. Ist ja alles sehr interessant. Kapitel 3 in die ewige Welt. 6 Tage später bei den bewaldeten Grenzgebieten von Kel'Thalas. Ach, jetzt dürfen wir die Elfen. Das wunderbare, das ewige Kel'Thalas. Seit meiner Kindheit war ich nicht mehr hier. Obacht! Wahrscheinlich lauern die Elfen im Hinterhalt. Die schwächlichen Elfen kümmern mich nicht, Totenbeschwörer. Unsere Streitmacht wird mit jedem getöteten Gegner stärker. Seid euch nicht zu sicher, Todesritter. Die Elfen darf man nicht unterschätzen. Wir werden sehen. Schafft den Gefangenen her. Wo ist der Eingang zu deinem Land, Elf? Ihr werdet Kel'Thalas nie betreten, gefallener Prinz. Die Wälder selbst schützen unsere Grenzen und die verzauberten Elfentore unsere Hauptstadt. Eure kostbaren Tore werden mich so wenig aufhalten wie diese Bäume, kleiner Elf. Bringt die Fleischwagen. Wir verschaffen uns selbst Zutritt. Die Energien an diesem Ort sind stark. Tötet die Elfen. Zerstört ihre Bauten. Diese Stelle ist perfekt für unser Lager. Mit Vergnügen. Die Untoten rücken vor. Alarmiert die Wachposten. Wir haben diesmal ein paar Totenbeschwörer dabei. Totenbeschwörer können am Anfang Totenerweckung. Damit... ja, lassen sie aus einer Leiche 2 Skelette aufstehen. So. Und an der Stelle von ihrem Haupthaus bauen wir doch mal einige Kupole. Totenbeschwörer sind die ersten Unterstützungszauberer von der Untotenarmee. Die Skelette halten leider nur sehr kurze Zeit. Niemand erteilt mir Befehle. Sprecht, Dummkopf. Faszinierend. Das ist schon besser.